Hey du. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Spider-Man. Wir kämpfen gerade die Symbionten-Nester. Das hat ein bisschen schwierig angefangen. Jetzt sind wir aber gut dabei. Denn ich wollte erst bis da hochklettern, aber das ist ja völlig sinnlos. Denn die haben hier in der Mitte so ein Nest und das. Noch ein Nest. Können wir auch schalten. Das letzte war schon übel. Das wird jetzt laut. Ja, da kommen mehr. Das ist riesig. Den habe ich noch nie gesehen. Ein Mensch drin, oder? Würde mich interessieren, was bei den Großen drinne war. Spider-Man. Wow, das war echt krank. Sind Sie Arzt? Nein, Sanitäter. Spider-Man hat Sie ordentlich verdroschen. Hey, wenn man das Zeug nur so los wird, kann ich dankbar sein. Okay. Gibt noch drei davon. Und zwar... Das nächste ist da. Bin gespannt, was da für Viecher auf uns zukommen. Wie groß die sein werden. Noch normale Gegner hier, da, oder? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Okay. Bin schon dran. Aus dem Weg. Gut. Wo kamen die Symbionten her? Nein.
den nach vorne ausschalten, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Na toll. Wie kriegt man den Großen weg? Also draufhauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ansonsten. Schade. Wir hatten vorher noch so ein paar Pünktchen gehabt und die haben uns alle vergoldet. Gute und schlechte Nachrichten, Leute. Zuerst die guten. Der Original-Spider-Man scheint endlich wieder bei Sinn und den schwarzen Anzug losgeworden zu sein. Uff, die schlechten Nachrichten. Was immer dieser schwarze Anzug gewesen ist. Wohl ein weiteres Nest! Was sollen wir jetzt machen? Weiß nicht. Halt einfach die Absperrung. Zwei Herzen in diesem Nest? Als wäre es nicht schon schlimm genug. So, schnell zum anderen. Ach so, die warten extra, bis wir beide gelegt haben. Nie einfacher. Mhm. Nicht nachlassen! Ich muss die Leute retten! Weg. Was bei den letzten auf uns wartet. Ob wir dann drei haben? Ah, cool. Bevor wir uns da in die falsche Richtung bewegen, einmal markieren. Damit wir das dann auch noch recht zeitnah erledigen können. Okay, was erwartet uns da unten? Da ist der Bus. Ich muss die Leute vor den Symbionten schützen. Ach, der Bus. Bitte tut mir nicht weh. Ganz ruhig, Leute. Ich mach das schon.
Das? Nur noch einen Moment durchhalten! Schick ihn weiter weg. Bringt euch möglichst schnell in Sicherheit. Ich bin dir so dankbar. Wir haben 10 Stück. Können wir irgendwas verbessern? Jetzt müssen wir wieder warten. Brauchen wieder ein paar Pünktchen. Hier brauchen wir 5 und hier. Nehmen wir das noch mit und dann sparen wir uns hier 5 Punkte, damit wir uns das auch dann beim nächsten Mal kaufen können, erlernen können, verbessern können. Sie werden es nicht glauben, aber es ist wie immer absolut wahr. Überall in der Stadt sind schwarze, klebrige Monster aufgetaucht. Ich wiederhole. Es sind Monster in der Stadt, die sich aus bisher unbekannten Gründen verbreiten. Es gab zahlreiche Meldungen vermisster Personen. Verschwundene Angehörige, geliebte Personen oder Freunde. Und wir glauben, dass wir diese Sache jetzt durchschauen. Diese Kreaturen entführen uns. Aber zu welchem schändlichen Zweck, das wissen wir noch nicht. Aber es ist wichtiger denn je, dass wir aufeinander achten. Gehen Sie nicht allein raus, außer im Notfall. Sie könnten die Nächsten sein. Ich fürchte, das Schlimmste kommt erst noch. So, das letzte Nest. Noch ein Nest. Das letzte war schon übel. So, schnell hier rüber. Und dann hoffentlich durchhalten. Schallstoß bereit. Ich auch. Oder weniger. Ich mag die Lila gar nicht. Ja.
Ich geb nicht auf! Endlich. Sehr schön. Haben wir die auch besiegt? Jetzt sollte es reichen, damit wir uns das letzte Gerät verbessern können. Wir warten nur ab, bis das alles mal durchgelaufen ist und danach das zu verbessern. So, wir wollen hier hin. Dann gibt es nur noch das hier. Sehr gut. Haben wir alle Geräte verbessert. Dann haben wir hier Fähigkeiten. Wie viele Punkte haben wir? 8. Hätten wir lieber hier ausgeben sollen, finde ich. Habe ich nicht ganz mitgemacht. Mal sehen, was die so kosten. 1-1 und ja, kann doch nicht mehr weit sein. Auch ähnlich viel. Wir haben hier unten die Flamme. Da gibt es 800. Nein, 8 Heldenmarken. Hätten wir die machen sollen als erstes. Und vielleicht reicht es auch, damit wir den Distriktfortschritt auf das Maximum heben, um das dann zu bekommen. Das würden wir aber dann das nächste Mal erledigen. Wir kaufen uns ein paar von denen, denn bis dato gar nicht, ob die was zum bestimmt zum zusammen Fortschritt beitragen. Nee. Das mit Grün hat auch was. Wir gucken mal zum Malz, schalten da mal ein paar frei. Auch was. Ich finde, die alle haben alle irgendetwas. Heldenmarken? Der nicht.
Okay. Düster? Vier sind es nicht mehr. Die paar machen wir auch so. Und für die anderen brauchen wir Heldenmarken. Die machen wir dann später, weil das funktioniert gerade nicht. Da haben wir gerade keiner. Deswegen lassen wir die einmal aus. Ansonsten haben wir alle freigeschaltet, die es gerade so gibt. Wir wählen den und machen noch ein paar bei Peter, damit wir da auch dann das Ähnliche haben. Heldenmarken, die brauchen keine. Heldenmarken. Ich meine, wir haben soweit alle erledigt. So dass wir viele freigeschalten haben. Beim nächsten Mal machen wir dann die Mission mit der Flamme. Dafür gibt es 8 Punkte. Vielleicht kriegen wir dann noch den Fortschritt. Und ansonsten sieht es gut aus. Haben wir noch 18%, um das Spiel abzuschließen. Für heute bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und dir gerne bis zum nächsten Mal. Bye.